wie auch noch die letzten paar Worte von meiner Seite. Wie gesagt, bleiben wir gerade beim Thema Ausbildung und Weiterbildung. Das war eben auch eines der Themen, die wir hier im Rahmen der IT-Beschaffungskonferenz ursprünglich mal entwickelt hatten. Also wer das nicht weiß, der CAS ICT-Beschaffung, der ist vor gut 5 Jahren hier an diesem CAS, in dieser IT-Beschaffungskonferenz entstanden. Das ist in dem Sinn natürlich eigentlich schön, dass es so jetzt auch noch weitergeht für die nächsten paar Jahre oder paar Jahrzehnte, wo wir da schon fast planen. Der Fahrplan ist so, also wir haben einerseits diesen CAS 2019, der ganz regulär wie bisher stattfinden wird, im Februar wieder starten mit 8 verschiedenen Blöcken in 3 Modulen. Das ist wirklich etwas, was ich Ihnen empfehlen kann und wahrscheinlich auch viele von Ihnen schon gehört haben. Das Zweite, was wir haben im Bereich Weiterbildung, sind die Weiterbildungstage. Das sind eintägige Weiterbildungen rund um fachspezifische Themen im Bereich ICT. Da geht es um Cloud, um agile Verträge, um Requirements Engineering und noch viele andere sehr konkrete Weiterbildungen. Ein Tag intensiv und dann fertig. Und dann noch, last but not least, die Roundtables, ICT-Beschaffung, auch da erwartet uns wieder ein sehr spannendes Programm. Die Broschüre ist eben, wie gesagt, ganz frisch bei Ihnen Unterlagen dabei. 23. Oktober sind wir an der ETH Zürich, wo es um gemeinsame Beschaffungen geht. Wie können öffentliche Stellen zusammen beschaffen? Das wäre so unser Programm von der Forschungsstelle für die nächsten paar Monate oder sagen wir 12 Monate. Zum Schluss bleibt mir übrig zu danken. Allen Referierenden, die heute da waren, vielen Dank, ein großer Applaus auch an die Programmkomitee, die im Vorfeld all diese vielen Eingaben und Varianten geprüft und ein tolles Programm zusammengestellt haben. Und ich möchte auch allen Leuten, die hinter den Kulissen von dieser Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit wirklich auch sehr viel Engagement hatten, danken. Ganz besonders natürlich Petar, der rechte und linke Hand und Fuß und alles noch gemanagt hat. Vielen Dank und das wäre mal der Applaus. Genau.